Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, dann bin ich ja mal sehr gespannt auf die Konzepte und Vorschläge, die da noch kommen mögen. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns die dann irgendwann präsentieren würden, damit wir die auch diskutieren können. Aber ich würde gerne mit was anderem beginnen, mit drei Feststellungen zu Beginn zu diesem Thema. Erstens, etwa ein Drittel der Salafisten bundesweit lebt hier in Nordrhein-Westfalen. Zweitens, die Phase der Ausreisen nach Syrien in den Irak, die ist vorbei und der IS ruft ja schon seit langem dazu auf, Anschläge eben in Deutschland, in Westeuropa zu begehen und nicht mehr auszureisen. Und drittens, der Anteil der Gefährder mit deutscher Staatsangehörigkeit liegt ungefähr bei 66%. Also wir reden über ein Phänomen, was unsere deutsche Gesellschaft betrifft. Es sind Personen, die sich aus unserer Gesellschaft heraus radikalisieren und es ist ein Problem unserer Gesellschaft. Und alle Expertinnen und Experten gehen genau wegen dieser Feststellung davon aus, dass uns als Gesellschaft die Radikalisierung im Salafismus, im Übrigen auch die Verfestigung der Szene durch zum Beispiel die Aktivität von Frauen, durch die Gründung von Familien, dass uns das noch mehrere Jahrzehnte hier in Deutschland beschäftigen wird. Und deshalb ist es so notwendig, und das haben ja auch alle Vorredner gesagt, dass wir mehr im Bereich der Prävention, im Bereich der Intervention, im Bereich der Aussteigerberatung machen müssen. Und ich freue mich erstmal, dass wir im Grundsatz darüber einen Konsens haben. Wir haben ja 2015 auf Antrag von SPD und Grünen hier im Landtag beschlossen, dass die Landesregierung ein Handlungskonzept, das, was sie immer beschworen haben, wird ja seitdem erarbeitet, dass so ein Handlungskonzept erstellt werden soll. Die interministerielle Arbeitsgruppe arbeitet. Sie hat letztes Jahr ein sehr umfangreiches Papier, einen Zwischenbericht vorgelegt. Aber wir Grüne haben uns noch mal hingesetzt und überlegt, was sind denn eigentlich noch weitere sinnvolle Projekte, um diese Vorschläge zu ergänzen. Und das entspricht im Übrigen auch mein Verständnis von Parlamentarismus, dass wir uns als Abgeordnete hinsetzen und eigene Vorschläge erbringen. Ich warte noch auf Ihre, aber eigene Vorschläge erarbeiten und nicht nur einfach Berichte der Regierung hinnehmen. Und Herr Panske, um das noch mal zu sagen, es geht hier selbstverständlich um ein Handlungskonzept und nicht um Einzelmaßnahmen. Aber genau das steht in unserem Antrag. Insofern finde ich, sind da Ihre vorgetragenen Gründe wirklich nur vorgeschoben, um diesen Antrag abzulehnen. Aber sie entsprechen nicht wirklich dem, was in dem Antrag steht. Und das können Sie ja auch noch mal nachlesen. Und den zweiten Punkt, den Sie gerade auch falsch dargestellt haben, zum Thema Wissenschaft und Forschung. Es gibt kaum Grundlagenforschung in Deutschland. Das ist ja genau das Problem. Andere Länder wie Großbritannien sind viel weiter, als Deutschland es ist. Und deshalb würde es uns auch hier in Nordrhein-Westfalen mit der breiten Hochschullandschaft, die wir ja haben, gut anstehen. Und es wäre sinnvoll, mehr im Bereich der Wissenschaft und Forschung zu machen, Fragen zu erforschen, wie zum Beispiel, wie sind Radikalisierungsprozesse, warum gibt es eine Anziehungskraft auf Frauen und Mädchen, warum wollen Leute eben auch wieder aussteigen. Und das sind genau die Fragen, die bearbeitet werden müssen und dann zurückfließen müssen in die Praxis, um die Praxis zu schulen, um Antworten zu geben und zum Beispiel auch Fortbildung anzubieten. Herr Elmar Falani, ein Experte bei der Anhörung, jetzt Abteilungsleiter im Integrationsministerium, hat es sehr begrüßt und ich würde mich freuen, wenn diese Idee weitergetragen würde, weil ich sie wirklich für notwendig und sinnvoll erachte. Und das andere ist, Herr Panske, Sie haben kritisiert, na, wir würden keine Vorschläge machen für die praktische Arbeit. Auch das stimmt nicht, denn wir machen hier zwei sehr konkrete Vorschläge. Wir haben zum einen gesagt, dass die Schulsozialarbeit mehr qualifiziert werden muss und dass wir mehr davon brauchen, weil die diejenigen sind, die vor Ort in den Schulen Ansprechpartner sind für die Jugendlichen. Und das andere ist, wir haben den konkreten Vorschlag gemacht, dass man Streetworker einsetzt in den Stadtteilen, wo Salafisten versuchen, junge Menschen anzuwerben, und zwar Streetworker, die die Lebenswirklichkeiten dieser jungen Menschen kennen, die die jungen Menschen ansprechen können. Und ich glaube, dass es wesentlich hilfreicher und sinnvoller ist, als YouTube-Videos zu produzieren. Wir müssen dorthin gehen, wo die Leute sind, sie ansprechen. Wir brauchen die Beziehungsarbeit. Das würde wirklich helfen. Es kostet Geld, das weiß ich. Aber ich glaube, das Geld sollte es uns wert sein, vor dem Hintergrund der Probleme, die wir in diesem Themenfeld haben, und auch vor dem Hintergrund der Gefahr, die vom Salafismus ausgeht. Und der dritte Punkt, den ich gerne noch mal ansprechen möchte, ist das Thema Zivilgesellschaft. Auch das ist in der Anhörung deutlich geworden. Wir brauchen die Zivilgesellschaft. Es gibt solche Projekte aus der Zivilgesellschaft. Diese müssen gefördert werden.
Und um noch mal zum Abschluss zu sagen, ich hätte mich gefreut, wenn wir es geschafft hätten, einen gemeinsamen Antrag hinzubekommen, wo wir doch alle anerkennen, wie wichtig die Präventionsarbeit ist. Das ist gescheitert, weil CDU und FDP nicht bereit waren, solche Gespräche über einen gemeinsamen Antrag zu machen. Ich bedauere das selbst. Es waren hier vorgeschobene Gründe, weshalb Sie den Antrag jetzt ablehnen. Aber unsere Ideen waren gut. Die sind in der Expertenanhörung so auch bestätigt worden. Und deshalb ist meine dringende Bitte, nicht weil es mir darum geht, dass es grüne Vorschläge waren, sondern weil es mir darum geht, dass wir im Bereich der Prävention endlich weiterkommen, weil hier mehr passieren muss. Da sind wir alle in der Verantwortung und in der Pflicht. Und deshalb ist meine dringende Bitte, dass Sie diese Vorschläge und Ideen nicht einfach verwerfen, sondern mitnehmen und weiter diskutieren. Herzlichen Dank.